Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir eine Spooky Oktober Monatsübersicht malen. Dafür brauchst du erst einmal dein Bullet Journal natürlich. Ich habe hier das Scribble That Matter. Du kannst natürlich nehmen, was immer du möchtest. Dann ein Kalender Stamp Set, ein paar Sabra Maltliner, ein Stabilo Pen, also einen schwarzen dicken Stift, Radiergummi, dann den Micron Fine Liner, ein Geodreieck, ein Stempelkissen und natürlich ein paar Bleistifte. Ja, und wenn du das alles hast, dann kann es auch schon losgehen. Ja, da dieses Spread ein wenig aufwendiger ist, habe ich ein paar Punkte vorgemalt, ja, damit ich weiß, wo ich die Linien ziehen muss. Und wenn du zählen kannst, kriegst du es auch hin. Also ist ganz einfach. Ja, ich mache jetzt erst einmal die vertikalen Linien, das heißt alles, was nach unten läuft, einfach damit ich weiß, wie viel Platz ich nach oben hin habe. Ich brauche ja nun mal 30 Tage für diese Monatsübersicht und da habe ich dann halt abgemessen, dass da wirklich 14, 15 cm sind, damit ich für jeden Tag wenigstens ein Kästchen habe. Ja, ich mal wieder mal mit Bleistift vor. Das ist gerade bei diesen aufwendigen Spreads irgendwie besser. Jetzt habe ich einmal die ganzen Tage eingetragen und nun kommt die Überschrift. Die wollte ich hier auf die linke Seite machen, ja, weil da eben die Monatsübersicht ist. Und auf der anderen Seite, da kommen noch ein paar Notizen hin, die Ziele und so weiter. Deswegen fange ich erstmal so an. Und ein paar kleine Doodles für den Oktober, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Für mich gehört da halt immer so ein Spinnennetz zu und ein paar Kürbisse, ja, und gruselige Gesichter, all das gehört irgendwie zum Oktober dazu. Und du siehst, das ist ganz, ganz einfach gemalt, ne? Also einfach nur ein paar Linien, sondern auch so eine kleine Spinne ist ganz einfach gemalt. Ja, und dann geht's auch schon weiter. Ja, hier kommt noch mal ein kleiner Kürbis hin. Du siehst, wie ich den male. Wenn du es gerne ausführlicher sehen möchtest, ich habe da noch ein weiteres Video hier im Kanal. Da kannst du dann genau sehen, wie ich so einen Kürbis male. Einfach vielleicht, wenn du ein bisschen üben möchtest. Ich male die beiden jetzt einfach hier übereinander und natürlich werden dann gleich ein paar Linien wieder wegradiert. Ja, dann kommen noch ein paar gruselige Gesichter dahin und hier kommen jetzt meine Ziele und Notizen, vielleicht etwas, was ich dann für den nächsten Monat brauche. Eine kleine Katze darf irgendwie auch nicht fehlen für den Oktober, deswegen kommt die jetzt hier hin und dann geht's weiter.
hier so richtig schöne Kalender-Stamps. Ja? Die sind ganz einfach zu benutzen. Eigentlich sollte ich so ein Acrylic-Block-Stamp, ich verlinke das alles unten in der Infobox, nehmen. Aber ich mache das jetzt mal per Hand. Einfach nur, damit ich das besser sehe hier. Aber du kannst natürlich so ein Acrylic-Block-Stamp nehmen. Da ist das sehr viel einfacher mitzumachen. Unten setze ich dann noch mal ein paar Ziele hin. Ich finde das immer ganz wichtig, dass ich jeden Monat Ziele habe, die ich in meinen Bullet Journal schreibe, weil auf diese Weise kann ich im Monat danach auch genau überprüfen, ob ich mich daran gehalten habe. Nur so am Ende des Monats schaue ich immer mal nach, habe ich denn irgendwas davon erreicht? Ne? Habe ich irgendwas umgesetzt? Weil ich tendiere dann immer dazu, das eben genau nicht zu tun, ne? Und das über den Monat so zu vergessen. Ja. Wenn du das so machst, ganz ohne diese Acrylic Block Stamps, es geht auch, wie du siehst, aber du musst ganz, ganz vorsichtig sein, weil du das dann sehr schnell verschmieren kannst. Ne? Du siehst schon, ein bisschen breiter ist es geworden auf der einen Seite, aber das geht alles noch. Ich finde, das sieht soweit richtig schön aus. Und jetzt beschrifte ich hier mal die Boxen, was wohin kommen wird. Du siehst, das sind die Notizen, über die ich gesprochen habe. Die sind mir ganz wichtig. Ja, dann habe ich ein bisschen mehr Platz und kann mir nochmal eine oder andere Anmerkung für den Monat machen. Und halt auch, was im nächsten Monat passieren wird. Das kann da auch alles schon rein. Ich habe das hier alles für dich im Zeitraffer. Das heißt, das Video läuft sehr viel schneller ab, als es eigentlich passiert ist. Aber das ist nicht schlimm. Ich wollte dir damit nur zeigen, wie das Ganze geht. Aber es dauert einige Zeit länger. Ich habe mich hinterher auch ein bisschen erschrocken, dass ich eine ganze Stunde an diesem Spread rumgemalt habe. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. So, jetzt kommt der Oktober. Ja, der Oktober ist natürlich so ein Spooky-Monat. Und deswegen kriegt er hier so ein paar, ja, Tropfen, ne, die so runterlaufen. So Bluttropfen, ja, das könnte es sein. Also, einfach so ein paar Tropfen mal und dann sieht das hinterher ziemlich, ja, unheimlich aus, ne? Also, einfach mal drauf los, weil du siehst ganz, ganz einfach wieder, ne? Einfach nur so ein paar Tropfen da dran und schon hat die Schrift einen ganz neuen Charakter. Und ich mache dann auch wieder diese Kalligrafie-Bereiche, das heißt, ich mal wieder ein paar Bereiche etwas dicker, so dass das so ein bisschen mehr Plastizität bekommt. Ja, ich nehme dafür so ein Stabilo-Pen, hat einfach den Grund, weil der etwas dicker ist als der Micron Fineliner. Ja, da kriege ich das ja sehr schön mit hin. Und für diese Spooky-Sache, da muss das irgendwie einfach sein. Und das waren natürlich jetzt gerade keine Möwen, ja, das sind Fledermäuse. Ich hätte sie vielleicht noch ein bisschen ausarbeiten sollen, aber naja, sie werden ihren Zweck tun. Ich denke, du weißt auch, was ich meine. Du siehst schon, nach dem Malen, also etwas dicker zeichnen, kommt auch schon der Micron Fineliner zum Einsatz. Und damit male ich jetzt die anderen Teile des Spreads nach. Ja? Nicht so ganz unwichtig, dass das jetzt nicht mehr so fürchterlich dick ist. Und da male ich es etwas feiner nach. Ich möchte der Schrift einen anderen Charakter geben, allein schon deshalb. Und das kannst du schon so erreichen, indem du einfach einen anderen Stift nimmst. Ne? Auch nicht schlecht, oder? Ja, und natürlich, was klein geschrieben ist, hier wie der November oder sowas, das wird ebenfalls alles mit einem Fineliner geschrieben und nicht mit einem zu breiten Stift. Also Vorsicht da. Ja, an dieser Stelle fange ich jetzt auch endlich an, meine Boxen nachzumalen. Also hier wieder der Micron Fineliner, der zum Einsatz kommt. Und dann zeichne ich das einfach alles nach mit einem Geodreieck hier oder einem Lineal.
Material, das ist natürlich egal, und zeichne das einfach alles nach. Aber bitte vorsichtig, ja, in der Mitte ist diese böse Kante und die kann auch schon mal dazu führen, dass man sich vermalt. Und das ist doch schade, wenn man so weit gekommen ist. Deswegen, ja, kleiner Tipp von mir, ich habe da auch schon genug rumgeschmiert. Aus dem Grund vorsichtig. Und auch vorsichtig hier, wenn du so Linien ziehst und dein Geodreieck ja eine ganze Seite lang verschmierst, dann ist es auch nicht so ganz unwichtig, dass man zwischendurch mal abputzt, einfach so ein Zeber daneben legen, weil das schmiert auch sehr gerne. Hätte ich gar nicht gedacht, weil der Micron Fineliner ist eigentlich immer dafür gedacht, dass es eben gerade nicht schmiert, ja, aber es ist passiert, deswegen kriegt mein Spread hier gleich auch noch ein paar weitere Fledermäuse. Ja, und jetzt erst einmal male ich die ganzen Tage hier nach und ja, immer den Tag und eben das Datum finde ich ganz wichtig, weil ich habe in den anderen Spreads habe ich immer nicht reingeschrieben, was für Tage das sind. Und dann kommt man schon mal schnell durcheinander. Aus dem Grund auch hier zum einen die Tage und die Wochentage, ja, und zum anderen werde ich auch markieren, wann ein Wochenende gekommen ist. Auf der linken Seite siehst du jetzt meine Schmierereien, die passiert sind, als ich das Lineal, also hier das Geodreieck, abgesetzt habe und mit meinem Micron Fineliner daran rumgemalt habe. Also du siehst, es kann schnell passieren. Ne? Jetzt putze ich das immer schön ab, aber habe trotzdem so ein paar Probleme hier an der Seite. Also werde ich daraus schlicht und einfach ein paar Fledermäuse malen, dann sieht man das auch nicht mehr. Also wenn Fehler passieren, kannst du damit auch ganz kreativ umgehen. Nun habe ich gelernt und warte mal ein bisschen und bis das Ganze getrocknet ist. Das heißt, ich fange erst dann an, alle Bleistiftlinien wegzuradieren und gehe da einfach auf Nummer sicher. Und wenn das passiert ist, dann kann ich auch endlich ein bisschen Farbe in das Spread bringen. Und dazu gehört jetzt für mich auch erst einmal, dass ich die Wochenenden markiere, ja, also ich gehe einfach einmal drüber und nehme mir einen orangefarbenen Stift, weil, ja, irgendwie ist Oktober orange, und male mir die Wochenenden an. So habe ich immer einen Eindruck, wann Wochenende ist, und ja, dann lässt sich das Ganze einfach leichter zählen. Leider kann man jetzt hier sehen, dass die Abstände nicht 100% gleichmäßig sind. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Zahlen nicht immer richtig gleichmäßig groß sind. Also du kannst das natürlich auch stempeln, aber naja, so einen Stempel zu finden, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt. Für mich ist das jetzt soweit erstmal in Ordnung und ich würde sagen, mein Spread ist jetzt erst einmal fertig. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du kannst jetzt auch dein eigenes Oktober-Spread machen, so ein bisschen herumprobieren. Ja, und wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst, vielleicht einen Kommentar hinterlässt oder unseren Kanal abonnierst. Und dann freue ich mich auch darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!